So, da bin ich wieder, meine lieben Zuschauer. Ja, ich habe, wie gesagt, mal offscreen noch ein bisschen Schleime getötet, wie man hier sehen kann, und habe einige große Scherben und grüne Scherben dabei noch abgeräumt. Hauptsächlich ging es mir um die grünen Scherben, aber die großen, die dabei abgefallen sind, also die grauen Scherben, ich habe ja gesagt, ich nenne die kleinen Splitter, die großen nur Scherben, sind auch sehr gut, dass welche abgefallen sind dabei, also zwischendurch mal. Und am Schluss hatte ich das Glück, dass drei grüne Scherben in einem Durchgang gekommen sind. Ja, manchmal ist Dark Souls wirklich sarkastisch. So, wir wollen die Scherben und die Seelen, die ich gesammelt habe, mal ausgeben. Menschlichkeit konnte ich gar keine mehr sammeln, weil der Drache tot ist, der Klaffdrache. Dafür aber Menschlichkeit. So, Seelen. Also erstmal das Bastardschwert auf 10, so wie es sein sollte. Und dann möchte ich das Drachenschild upgraden. Soweit es hoch geht. So. Die letzte große Scherbe bewahren wir uns für den Bogen auf. Gut. Mal kurz in die bodenlose Kiste gucken. Wir haben nämlich etwas bekommen, ja, beim letzten Mal. Also erstmal haben wir hier das Stachelschwert. Das habe ich auch noch gar nicht vorgelesen. Die Lieblingswaffe von Kirk, dem berüchtigten Geist der Finsternis, der wegen der knochigen Dorn an seiner Waffe auch als Dornkönig bekannt ist. Dieses fürchterliche Schwert fügt ausschließlich Hiebangriffe aus und verursacht starke Blutungen. Ja, weil es viele Dornen hat. So, du wirst erstmal weggepackt. Langschwert können wir auch wegpacken. Brauchen wir auch nicht. So. Die ganzen abgebrochenen Klingen brauchen wir nicht. Das Claymore behalten wir mal. Das brauchen wir nämlich noch nachher. Großaxt ist einfach bloß ein mächtiges Stück Eisen. Ja, Axt des Drachenkönigs. Diese Axt ist eine seltene Drachenwaffe aus dem Schwanz des Klaffdrachen, einem entfernten und absonderlichen Nachkommen der immerwährenden Drachen geformt. Also ja, dass der Klaffdrache absonder war, der Gaping Dragon, hat man ja gesehen. Kleiner Kopf und darunter ein riesiges Maul im Bauch, sozusagen. Und er muss wirklich ein entfernter Nachkomme der immerwährenden Drachen sein. Alle Drachen dürften von denen abstammen. Die mystische Kräfte dieser Axt entfalten sich, wenn sie beidhändig geführt wird. Also ja, eigentlich droppt jeder Drache seinen Schwanz, wenn wir ihn abschlagen. So wie es auch der Brückendrache, der Hellkite Wyvern, getan hat, als wir mit Bogen auf ihn geschossen haben. So droppt auch der Klaffdrache eben seinen Schwanz, nachdem wir ihn weggeschlagen haben. Und jede Drachenwaffe, so werden sie genannt, hat einen Spezialangriff, wenn man sie beidhändig führt und den schweren Angriff macht. So, die Standardrüstung, das ist die, wenn man mit Kriegern spielt. Also die robuste Lederrüstung, wenn man mit als Krieger anfängt, bekommt man die. Die ist eigentlich nichts Besonderes, genauso wenig wie die ganzen Höhlensoldaten-Rüstungsteile hier. Und ein Sack. Ein blutbefleckter Flickenbeutel, der von den in den tiefen hausenden, menschenvertilgenden, untoten Köchinnen getragen wird. Also ja, das waren wirklich zwei Frauen, diese Schlechter. Er verfügt über zwei behelfsmäßig hineingeschnittene Gucklöcher. Erstaunlich weich und bequem zu tragen, aber als Schutzausrüstung vermutlich so gut wie wertlos. Ja. Gut. Den können wir aber später gebrauchen. Ah, ich wollte noch aufsteigen. So. Zwei Punkte Wille mal. Und dann wollen wir jetzt erst einmal aus den Tiefen hinaus. Ups. Man sollte schon den Untoten vor seiner Nase treffen. So. Ja. Den Untoten auch. Manchmal ist das Anvisieren etwas doof, weil es die Schleime an der Decke anvisiert. Die will ich aber eigentlich nicht anvisieren. So.
gehen wir kurz durchs tiefe Wasser durch und die Treppe hoch. Sehr gut, jetzt geht es wieder zurück zum Schmied für uns. Dumm. Dazu müssen wir erstmal wieder hier runter. Den Kumpel hier ausschalten. Und ja, das ist so ungefähr der letzte Ort, an dem uns... Naja, okay, das stimmt nicht ganz. Es gibt noch einen Ort, an dem uns normale Höhlen begegnen werden. Aber im Allgemeinen ist das jetzt der letzte Ort für eine ganze Weile. Der Rest der Welt ist mit schlimmeren Sachen gepflastert. Ja. Komm, ich kann hier durchschlagen, oder? Ja, kann ich. Du mit deinem stumpfen Ding kommst da nicht durch, aber ich mit meinem mächtigen Schwert. So. Wow. Erschreck mich nicht so. So, so. Du kommst auch weg. Und ja, der Ring des bösen Auges ist gerade an dieser Stelle sehr gut. So, weg mit euch beiden. Der da ist schon angetanzt gekommen. So. Hoch zum Feuerband schreiben, würde ich mal sagen. Erstmal wieder durch die Burg der Untoten. Genau, die Stadt der Untoten. Auf Englisch heißt das Ding Undead Burg, also Burg der Untoten. Was eigentlich viel besser passt als eine Stadt, weil das Ding mehr Mauer ist als Gebäude. So, hallo Moosfrau. Von hier brauchen wir erstmal noch nichts. Wir wollen erstmal einfach nur hier weiter. An der Ratte hier vorbei. So. Die leider keine Menschlichkeit für uns hat. Und raus zum Feuerbandschrein. Dem hier Hallo sagen. Der uns Hallo sagt. Da kommt schon der nächste. Weg. Und ja, diesen Weg werden wir noch ein paar Mal gehen. Beziehungsweise mindestens noch einmal. Weg mit dir. Tschüssli. Weg. Und weg. So. Hier am Leuchtfeuerrasten. Hallo Magier. Die Jungs hier haben uns nun nichts Neues zu erzählen im Augenblick. Einfach weitergehen. Ja, mit 7 Menschlichkeit droppen die Balder-Ritter hier oben in der Kirche hoffentlich auch ein paar mehr Scherben. Wenn ich die jetzt gleich hier ein bisschen malträtiere. Nicht Scherben, Splitter meinte ich. Von denen brauchen wir auch noch ein paar. Wie gesagt, wir wollen in die Schandstadt. Und das meiste in der Schandstadt vergiftet uns. Deswegen brauchen wir wenigstens ein Spinnenschild auf plus 5. Also fahren wir erstmal hier hoch. Warten, dass die Luke aufgeht. Und hauen mal die 4 Balder-Ritter hier in der Kirche weg. Die sterben nämlich jetzt mit einem Schlag. Und zwar alle. Immerhin ist unser Bastardschwert jetzt plus 10. Na komm her. Naja gut, wenn wir auf ihr Schild schlagen, dann nicht. Wow, und wenn sie alle auf einmal kommen, ist das auch nicht das... Ware, so. So.
Und einer hat was dabei, eine kleine Scherbe. Sehr schön. Weg mit euch. Höhlensoldaten-Lindentuch, das brauchen wir nicht unbedingt. Und das war die Sturmattacke. Die kann man übrigens auch machen, indem man einfach im Rennen Angriffstaste drückt. Hat sehr viel Wumms und macht auch ein bisschen mehr Schaden als ein normaler Angriff. Aber immer noch weniger als ein schwerer. So. Wir müssen runter zum Schmied. Erst einmal hier am Leuchtfeuer kurz rasten. So. Dann geben wir erstmal alles, was wir noch an Seelen haben, für Scherben aus. So. Und jetzt kommt ein schönes Spiel, weil wir haben noch jemanden vor uns, nämlich den da hinten. Ja, den versuchen wir mal im Nahkampf, jetzt wo wir ein gutes Schild haben. Ja, wir machen ihm ordentlich Schaden. Und der kommt durch unser Schild nicht so leicht durch. Zu bemerken ist, er hat nur ein Bein. Er ist also ein bisschen krüppelig. Ja, seht ihr, jetzt geht er ganz gut von der Hand. Als wir das erste Mal hier waren, nur bevor wir Havels, als wir Havels Ring geholt haben, war er noch ein richtig heftiger Brocken. Autsch. Außer er trifft uns, dann ist er natürlich immer noch sehr heftig. Oh. Autsch. Da sollten wir uns dann mal kurz in Sicherheit bringen und uns einen Schluck genehmigen. So. Ja, kannst ruhig zuschlagen. Da sollten wir aufpassen. Das ist nämlich ein Greifangriff von ihm. Au. Und wir sollten aufpassen, dass wir nicht die ganze Ausdauer verlieren. So, jetzt ist er aber tot. Gut. Die Seelen, die wir von ihm bekommen haben, nutzen wir gleich mal, um unseren Bogen abzugraden. Der ist nämlich gerade etwas wichtiger als das Schild. Ja, Waffe verstärken. Für das Schild bräuchten wir 9 für den... Oh, wir haben ja jetzt 8 Stück gekauft, das könnten wir... Ja gut, wir brauchen den Bogen jetzt noch nicht ganz so sehr. Deswegen grade ich erstmal das Spinnenschild ab. Damit ist das schon mal erledigt. Für den Bogen brauchen wir dann noch neue. So, kurz nochmal oben am Leuchtfeuer rasten. Damit wir nicht rosten. So, und jetzt machen wir in dem Finsterwurzgarten dahinter weiter.